So wenig verdienen die Mädchen bei Germany's Next Topmodel. Nur eine kann Germany's Next Topmodel werden. Aufwandsentschädigung für die Teilnahme 0 Euro. Gage für Fotoshootings in der Show oft 0 Euro. Aber die Bilder, die die Teilnehmerinnen für ihre Modelmappe bekommen, sind Gold wert. Und oftmals werden sie auch in Form von Designerklamotten entschädigt. Und wenn Geld fließt, eine Fotostrecke bringt deutlich weniger als ein Werbespot. Für Laufstegjobs gibt es selbst bei großen Fashion-Shows nur echt wenig Kohle. Für Werbespots, zum Beispiel für Opel oder Dyson, kann es zwischen 40.000 und 90.000 Euro geben. Davon gehen aber ca. 30% ans Management und versteuert werden muss das Einkommen auch. Und in der Regel erhalten die Models ihr Geld erst, wenn Germany's Next Topmodel vorbei ist. Und wer verdient an der Show richtig gut? Heidi bekommt ca. 10 Millionen Euro pro Staffel. Ist aber irgendwie wie bei DSDS, oder? Ist danach mal wirklich jemand richtig erfolgreich geworden?